So, ja, hallo, liebe Leute. Ja, ich komme gerade vom Surfen und ich habe gedacht, ah, mal schön mit nassem Haar noch schnell ein Per-Hundert-Tutorial-Video aufnehmen. So, heute möchte ich euch zeigen, wie wir sein Flash-Logo designen können. Natürlich auch mit diesem tiefen Effekt hier und allem. Und ja, so sieht das Endergebnis aus. Also ich habe es eben mal ausprobiert, habe gedacht, ah, vielleicht kann man das ja so nachbasteln. Also ich hatte die Schriftart, die hierfür benutzt wurde, mal gegoogelt, aber leider nichts gefunden. Wahrscheinlich, ja, also die einzigen Antworten, die ich gefunden habe, waren, dass Adobe da wahrscheinlich eine eigene Schriftart entworfen hat und die dann hat sich dann die Copyright-Rechte geholt und die ist jetzt nicht im Umlauf. Ich habe jetzt mal hier so eine andere benutzt und dann trotzdem hier so ein bisschen was vom F abgeschnitten. Und fangen wir mal an. Also ich mache mal eine neue Datei und mache die mal ungefähr, ja, wie groß machen wir sie denn? 1000 mal 1000 würde ich sagen. So haben wir das. Neue Ebene. So, dann nehmen wir uns erstmal hier so unser Auswahltool. Oder holen uns erstmal von Google Bilder hier das Flash-Logo, also Flash-Logo. So, welches nehmen wir? Ich hatte eigentlich an dieses hier gedacht. So, das kopiere ich mal. Und füge das hier mal ein, so. So, was haben wir denn hier? So, wir brauchen jetzt erstmal zwei Farben für den Farbverlauf. So. Und zwar wählen wir uns hier mit Shift gedrückt so ein Quadrat aus. Ungefähr so groß. Und gucken uns hier mal mit dem Pipettenwerkzeug hier die untere dunklere Farbe an. Und schreiben uns hier mal die Werte auf in ein Notepad oder so ähnlich. Genau. So, schreiben wir jetzt mal die RGB-Werte auf, nämlich 142. Oder natürlich könnt ihr euch das merken, auch merken. Ich schreibe es aber mal besser auf. So, jetzt geht ihr mit dem Pipettenwerkzeug auf die helle Stelle, geht dann hier auf die Sekundärfarbe und gebt dann hier das ein. Ich glaube, das war 142, 1426. So, dann wählt ihr euer Farbverlaufwerkzeug aus und wir nehmen mal das Radial Farbverlauf-Dings hier und ziehen das hier einfach von unten beziehungsweise umgedreht unten hier so runter. Ich würde mal sagen, aus dieser Ecke oder doch linear. Ja, das sieht auch schon mal gut aus. So, jetzt können wir mit Steuerung D die Auswahl aufheben und uns das hier mal so ein bisschen mittig schieben. So, was machen wir nun? Nun brauchen wir eine neue Ebene für die Schrift. Und zwar testet ihr am besten mal ein paar Schriftarten aus. Ich mache das jetzt hier gleich mal schon mal ganz groß. So, schreibe mal in dieser Farbe hier, die wir uns wieder mit dem Pipettenwerkzeug holen können. FL zum Beispiel. So, jetzt ist mir gerade mein improvisiertes Mikrofon hier runtergefallen. Unprofessionell, aber naja. So, was machen wir noch größer? Ich setze es mal auf 400. So sollte das gut sein. So, aber Areal wollen wir nicht. Wir probieren uns hier mal so ein bisschen durch. Das können wir dann hier mal nehmen. Ja. Die hier, die. Naja, ich pausiere mal und melde mich wieder, wenn ich eine passende gefunden habe. So, ich würde sagen, die ist nahezu perfekt.
Ich weiß nicht, ob Windows die vorinstalliert hat. Die heißt Lila Wadi. Ja, also ich mache die noch mal ein bisschen größer. Hier 450. Die ist mir auch so ein bisschen zu dünn, aber das geht schon in Ordnung. Mittig verschieben. Das Ganze können wir natürlich auch hier mit dem Auswahlverschieben-Werkzeug und dann mit den Pfeiltasten so ein bisschen noch genauer verschieben. Aber so sollte das schon recht gut sein. So, Steuerung D. Jetzt sehen wir natürlich einmal, dass das hier oben nicht übersteht. Deswegen zoomen wir da mal ein bisschen ran, nehmen unser Rechteck-Auswahlwerkzeug, gehen hier nah ran und wählen von hier dieser Kante aus das aus und schneiden das mal aus. So, dann sieht das nur noch so aus. Was wir nun machen, ist, wir schieben das Ganze mal ein bisschen näher zusammen. Dazu wählen wir uns das hier aus. Dieses Stückchen hier, nehmen unser Verschieben-Dings hier und schieben uns das hier so ein bisschen näher. Da natürlich wieder ranzoomen, damit wir es auch auf den Pixel genau machen können. Aber das war zu weit. So. Perfekt. So, was haben wir denn noch in diesem Logo? Wie ihr seht, haben wir jetzt hier diesen Vertiefungseffekt. Den können wir uns ganz leicht machen, indem wir einfach diese Ebene hier ausgewählt haben. So, als erste Farbe nehmen wir dann hier schwarz, als zweite nehmen wir dann ein recht dunkles Grau oder so eins hier, vielleicht ein bisschen dunkler. Noch ein bisschen dunkler. Gehen dann auf Effekte und wenn ihr das richtige Plugin installiert habt, das ist auch in dem Plugin Pack, das ich euch in die Beschreibung tue, mit dabei, dann könnt ihr hier einfach auf. Ja, wo könnt ihr denn drauf? Auf Rendern, glaube ich, und dann auf Bevel. Oder Bevel oder was weiß ich. Ich kenne das englische Wort nicht. Und wieso macht er das? Wieso macht er das? Ah, genau. Bevel rendert dann immer die Auswahl. Das heißt, wir müssen erst mit unserem Zauberstabwerkzeug Shift gedrückt halten und dann den Text hier auswählen. So. Und dann auf. Das Ganze hätten wir vielleicht auf eine neue Ebene machen müssen. Das heißt, ich gehe mal noch eine Ebene drauf. Jetzt können wir einfach STRG F oder einfach hier bei Effekte auf Bevel wiederholen. So, jetzt können wir uns hier nämlich auf dieser neuen Ebene einmal hier diesen Rand ausschneiden. Na, erst werden wir die Auswahl hier noch haben. Gehen wir mal auf Effekte. Und dann nehmen wir uns mal den unschärfen Weichzeichner hier und gehen mal auf Gaußscher Weichzeichner. So, jetzt machen wir das Ganze so ein bisschen unscharf, ungefähr auf 10 oder 11. Okay, jetzt können wir die Auswahl theoretisch aufheben und hier das Ganze weglöschen, denn das sieht so ein bisschen scheiße aus. Ein bisschen größer. So, das sieht jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Natürlich nicht wie das Original, aber immerhin würde ich mal sagen. Ja. Das hier ist mir irgendwie besser gelungen, wenn ich ehrlich bin, mit diesem gelben Farbverlauf hier noch drin. Aber was wir jetzt natürlich noch machen können, ist, ja, wir können das Ganze erstmal zusammenfügen. Hier vielleicht noch so ein bisschen die Deckfähigkeit runterschrauben. So, auf die Hälfte ungefähr. So, das fügen wir jetzt mal so zusammen. Und die Ebene, auf der das Logo nun ist, die, ja, was machen wir damit? Die duplizieren wir uns mal. Und die obere machen wir unsichtbar und die untere füllen wir
auf diese Weise hier komplett mit Schwarz. So, jetzt eben einen ganz kleinen Gaußschen Weichzeicheneffekt. So. Bei all den Plugins dauert das immer so lange, bis die Effekte geladen haben. Machen hier so einen ganz leichten schwarzen Hintergrunddings, wie wir es auch hier beim echten Flash-Logo haben. Was können wir nun noch machen? Wir können einmal hier wieder alles auswählen. Dann, na, natürlich 50% wieder alles auswählen. Dann invertieren, Steuerung I. Dann eine Ebene draufgehen. Das Ellipsenwerkzeug auswählen, auf gefüllte Formzeichen gehen. Primärfarbe weiß. Dann hier sein Dings drüber ziehen. Und dann wirklich die Deckfähigkeit ganz, ganz niedrig stellen, damit wir es fast überhaupt nicht sehen. Irgendwie so auf 10 würde ich es vielleicht machen. 15 so. Dann können wir nochmal auf Bild und die Zeich... Quatsch. Also jetzt, nein, die Zeichnungsbereichgröße. Beziehungsweise die Leinwandgröße. Da gehen wir mal in der Höhe noch auf 2000. Und was machen wir da im Hintergrund? Füllen wir hier alles mit Weiß. Okay. So, dann fügen wir das hier mal wieder alles zusammen. Ich hoffe, ich bin noch nicht über der Zeit. Oh, knapp, so, also schnell. So, das fügen wir alles zusammen, ebenfalls das hier so. So, dann duplizieren wir das schnell. Nehmen hier die obere, gehen auf Ebenen, vertikal kippen, wählen unser Auswahlwerkzeug hier, ziehen das hier so ein bisschen ran, zoomen ganz nah ran, damit wir das hier perfekt untereinander schieben können. So, dann wählen wir uns unser Farbverlaufwerkzeug, stellen das auf Transparenzmodus, wählen die Auswahl auf und ziehen das von hier oben so ein bisschen runter. Ungefähr so. Das ungefähr so aussieht. Okay. Das können wir jetzt natürlich wieder hier unten anfügen. Und schon haben wir hier unser Flash-Logo. Den Hintergrund können wir jetzt natürlich mal schwarz machen, um den Effekt hier zu zeigen. Und ja, so sieht unser eigenes Flash-Logo aus. Original. Fälschung. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.